Was geht ab, meine Z-Fighter, Oser hier. Und heute gibt es eine weitere Live-Reaktion und zwar zum dreijährigen Jubiläumstrailer für das globale Dokkan Battle. Aber aus vorweg würde ich gerne ein paar Antworten geben für Fragen, die vorkamen wegen der Quiz-Campaign. Die Quiz-Campaign läuft ja momentan, wir können jeden Tag über 7 Tage bekommen eine Frage, müssen eine Antwort drauf geben und da kamen viele Fragen eurerseits. Den Link des Videos zuerst in die Beschreibung setzen, die werde ich in die Beschreibung setzen, da könnt ihr auf jeden Fall mal gerne vorbeischauen, um was es sich handelt, aber ihr müsst nicht unbedingt euer Dokkan-Account mit Facebook gelinkt haben, um mitzumachen, um eine Antwort geben zu können. Die Preise selbst, die wir jeden Tag bekommen, werden erst nach der Quiz-Campaign ausgängig, wenn die Kampagne fertig ist am 7.7. und jeder bekommt die Preise, egal ob ihr mitgemacht habt oder nicht, sofern die Preise natürlich erreicht wurden. Aber gut wäre, wenn ihr natürlich da mitmacht bei dem Quiz und die richtige Antwort gibt. Und die Jankboss auf dieser Webseite, die gibt es nicht in-game. Die signalisieren nur, dass ihr die Antwort des heutigen Tages, weil es heute der Quiz, die Frage vom heute 30.06. war, wer der erste Verbündete war in Dokkan Battle, das war Trunks. Wenn ihr die richtige Antwort gegeben habt, dann signalisiert auf dieser Website ein Dragonball und das signalisiert uns, okay, diese Antwort war für diesen Tag richtig. Nicht mehr und nicht weniger. Ich hoffe, dementsprechend wurden alle Fragen gelöst, aber wir kommen dann, wie gesagt, zu der Live-Reaktion. Und zwar werden wir uns gleich einen Trailer ansehen zum dreijährigen Jubiläum von Global Dokkan Battle. Der Trailer selbst ist noch nicht online im Spiel. Wird noch kommen, wir haben es von einem Leaker, Shoutout an Kowai, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, ihr könnt euch den Trailer dann auch dementsprechend ansehen. Ich kenne den Trailer zwar schon, nämlich aus der japanischen Version, aber ich will es auf jeden Fall auch auf Englisch sehen, um ein bisschen in den dreijährigen Jubiläum-Hype zu kommen, denn so langsam aber sicher steigt der Hype. Also seid ihr bereit? Let's go! Dragon Ball Z, Dokkan Battle, 2015 hat das Ganze angefangen, 2015 ging's los, the good old days. Ja, 2016... Broly, oh mein Gott, als Broly kam, war Sensei mit dem Farming. Broly war das schwerste Event-Legit damals. Dann kam das erste mit Gogeta. Den Penner habe ich nicht gezogen. Aber Gogeta, LR Goku, der erste LR. Zu Weihnachten ging es A, 2017. The Game Changer, Super Vegito. Fusion Blue Vegito, oh mein Gott. Das war der Countdown zum Zweijährigen. Dann kamen die Vierfachen. Alter, geil, legit Gänsehaut-Feeling. Golden Ozer und die zwei Vierfachen. 200 Millionen Downloads, da kam Gogeta und Omega Shenlong für das globale Dokkan Battle. And then, oh mein Gott, was uns erwartet! das dreijährige Jubiläum. So, legit ein bisschen Gänsehaut bekommen, ohne Spaß. Aber ja, so viel zum Trailer selbst, so viel zu der Reaktion, wie gesagt. Das Ganze wird bei euch auch noch erscheinen. Es war wirklich richtig, also... Das ist echt ein geiler Trailer, ja. Da kommen die alten Erinnerungen durch. Das sind die Flashbacks, ja, wie alles anfing. Broly, der war richtig schwer zu besiegen. Da kam Gogeta, richtig geil. Ich habe den Penner natürlich nicht gezogen. Und, was kam da noch? Wie gesagt, wir haben es natürlich alles gesehen. Das war so geil zum Zweijährigen dann. Super Vegito ist eskaliert. Als die Vierfachen kamen zum Zweijährigen dann. Super Vegito kam natürlich davor. Ihr habt es auf dem Trailer selbst gesehen, es war wirklich geil und ich bin umso mehr gehypt. By the way, 200 Millionen Downloads kamen, Gogeta und Omega schon lange, aber wo sind die nächsten 250 Millionen oder 300 Millionen Downloads? Ja, legit, es ist weit und breit entfernt. Aber, das nächste, was wir wissen, was auf jeden Fall auf uns zukommt, ist das dreijährige Jubiläum. Ich hoffe, ihr seid dementsprechend jetzt noch ein bisschen mehr gehypt nach dieser Reaktion. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.